Ja, was geht? Willkommen zurück. Wir spielen heute PUBG, aber wir machen mal was Besonderes. Wir spielen nicht einfach PUBG. Kommt jetzt eine neue Videoreihe und zwar PUBG Challenges, dachte ich mir. Wir machen Challenges. Zum Beispiel, wir gehen rein. Casual-Modus hat man immer drei Runden. Wie die drei Runden spielen wir? Ne? Schön casual rein da. Und wir machen Challenges. Zum Beispiel, nur mit MP spielen, nur mit 9 mm spielen, nur mit Pistole spielen, nur mit Nahkampfwaffe spielen und so weiter. Vielleicht ganz lustig, so nur Schrotflinten im Late Game, wenn alle eine K haben und so, holy shit. Nur Sniper im Early Game, mega beschissen. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, weil ich mag das Spiel, aber einfach nur so Runden spielen ist ein bisschen langweilig. Ich wollte ein bisschen Pep reinbringen. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich drei Runden ballern. Die erste Challenge, die wir heute machen, ist nur MPs. Wir spielen nur MPs, wir spielen nur 9 mm, 45er ACP und sowas. Keine Sturmgewehre, nur MPs und ich zähle Uzi und sowas auch dazu, ja? Also wir sehen uns in-game, ne? Drei Runden und nur MPs, let's go. Inlands, wir sind in-game. Es geht los. Vogel fliegt gut, wir machen die Challenge. Und ich denke, wir gehen Pushinki runter, da haben wir die größte Chance, direkt guten Loot zu finden. Generell, Close Quarter Combat versuchen wir, unsere Stärken ausspielen. Wir haben Nahkampfwaffen. Ich gehe jetzt hier nicht hier hin und kämpfe da auf dem Berg. Ich bin ja nicht blöd. So, wir landen da jetzt, ne? Also. Wir versuchen bei möglichst vielen Häusern zu landen. Ich denke mal da so. Was? Wo sind die hin, Digga? Hier ist Pruschinki. Wo landet ihr denn? Ja gut, okay. Also wir finden auf jeden Fall eine MP jetzt. Wenn hier nichts los ist. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im Midgame. Also ganz ehrlich, in diesem Haus hier ist weder ein Rucksack, noch ein Helm, noch eine Platte, noch eine Waffe. Ich habe noch nie so einen beschissenen Loot-Spot gesehen wie den hier. Also da könnte ich schon mir, da kriege ich schon einen Hals bei sowas, ne? Hier ist ja nur Scheiße. Hier war jetzt gar nichts. Überleg mal, du landest hier. Hier sind Gegner. Und du landest in diesem Haus. Und da drin ist weder eine Waffe, noch Rüstung, noch irgendwas anderes. Also es ist wirklich lächerlich, ne? Wie die Sachen hier verteilt sind. Guck mal, aber hier haben wir was. So, und da ist auch unsere erste Waffe. Das war eine UMP. Und das ist eine MP, wie kann es sein, dass ich immer noch keinen Rucksack gefunden habe? Wie kann das sein eigentlich? Also das ist doch wieder anders frech. Gottes Willen, war das schlecht gespielt von mir. Und da habe ich den ersten Kill. Das war ja easy. Schmerzmittel. Moni. Mosin, Digga. Ne Tommy. Wir haben unsere zweite Waffe. Behalte ich auch erstmal drauf, glaube ich. Und nur MPs, Alter. Wie soll ich das mit dem Fernkampf machen? Aber der Typ war super lost. Ich habe den Hardcore verfehlt. Das war echt peinlich. Aber egal. Digga, hier liegt ein Mal 8, Alter. Wie gern ich das benutzen würde. Oh mein Gott. Wenn da hinten jetzt irgendwo einer steht mit einer Mini, mit einer SKS oder so. Gefickt. Ich hab gar keine Chance. Ach so, ich muss auch mal auf die Zone gucken, ne? Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, ich muss los. Ist es eigentlich so, in diesem Spiel, das ist mir nämlich noch nicht aufgefallen, ob die Munition einen Unterschied auf Rüstung hat? Weil eine 9 mm ist ja an sich eine kleinere Kugel als eine 45er ACP. Und eine 45er ACP sollte besser durch Rüstung gehen als eine 9 mm. Ne, die meiste Rüstung, Kevlar Stufe 1 Rüstungen, absorbieren ja quasi 9 mm, die schlucken die ja einfach. So eine ACP könnte durchaus durchgehen. Also jetzt, klar, wahrscheinlich macht eine SCAR halt mit 5er Munition mehr Schaden als eine OMP, ist ja logisch. Weil ich denke, da kommt es eher so auf Klassen drauf an. Also dass Sturmgewehre einfach mehr Schaden machen als MPs, dafür langsamer schießen und so. Oder gibt es hier auch Variation, also Schaden von Variation an Munition. So. Hä? Da ist einer, guck mal. Mal gucken, ob wir an den rankommen. Oh mein Gott, das war dumm von mir. Aber der Typ kann nicht. Ist das ein Bot? Mit der Tommy. Hä? Das ist wirklich ein Bot. Ich glaube. Manchmal, wie gesagt, werden die Runden ja aufgefüllt mit Bots, wenn nicht genug Leute da waren. Aber wir kommen jetzt ins Late Game. Es sind noch 10 Leute am Leben. So, wenn da einer chillt mit einer Sniper, ich bin einfach tot. Ich bin einfach sofort tot. Habe ich Rauchgranaten? Ich glaube, ich habe keine Rauchgranaten dabei.
Tja, was willst du machen? Habe ich mich so erschrocken, der war irgendwo oben. Keine Chance. Wir gehen rein in die nächste Runde direkt. Wir droppen rein, zweite Runde. Vogel fliegt wieder, interessant. Wir gehen nicht schon wieder Poschinki, oder? Das ist doch immer langweilig, immer das Gleiche. Wir brauchen aber MPs. Wo kriegt man MPs? Wo kriegt man MPs? Na, sicherlich nicht hier. Runes School. Oh, es läuft wieder darauf hinaus, ne? Es läuft wieder auf die Stadt hinaus. Kann ich doch nichts für, Mensch. Wir gehen wieder nach Poschinki rein. Da hat man eine gute Wahrscheinlichkeit, ne? Einen Pi zu finden. So, ich hoffe, diesmal sind mehr Leute mitgekommen. Einer. Zwei. Zwei sind mehr als. Drei. Vier. Oh. Das wird interessant. Okay, ich muss direkt irgendwo rein, wo viel ist. Was machen wir, wenn wir keine MP finden? Hier ist einer direkt neben mir. Hier sind auf jeden Fall Leute gelandet. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können ein paar Kills machen. So, da ist sie. Die UMP. Gib ihm. Weg mit dem Müll. Weg mit dem Müll. Braucht keiner. Ist da hinten irgendwo. Ich muss da hin. Ich muss die Kills kriegen. Lasst mich mitmachen. So, einen habe ich. Den looten wir gleich. Keine Sorge. Die wollen wir uns natürlich alle holen. Nix. Ich dachte, ich hätte hier gerade was gehört. Nee, ich sehe aber nichts. Ne Vektor. Gib ihm. Ne Vektor. Die ist auch geil. Die mit dem erweiterten Magazin. Schnellzugriff. Ja. Einmal ganz kurz hier reingucken. Okay, hier haben wir schon mal einen besseren Helm. Dann haben wir Schmerzmittel. Level 3er Weste. Sehr gut. Medikit. Hier war auf jeden Fall noch keiner. Niemand lässt eine mal 3 Weste liegen. Wenn da jetzt einer ist. Da, guck mal, da läuft einer. Mit einer AK könnte ich den jetzt einfach wegsnipen. Geht aber nicht. Weil ich nur mit MPs spiele. Guck mal, wie offen der läuft. Jetzt hat er mich gesehen. Nee, hat er nicht. Alter, dem könnte ich einfach einen Headshot drücken. Das Problem ist, ich muss da auch rüber. Dann noch ein Energy reinzwiebeln. Und dann laufe ich links rum. In der Hoffnung, dass der mich nicht sieht. Ach, der hat mich gesehen. Jetzt könnt ihr ihn ablenken. Da ist er. Mal da. Oh, die Vektor ist so geil. Nee, den Helm will ich nicht haben. Also es ist so schwer mit dem MP. Das dachte ich nicht, dass es so schwer ist. Ich dachte mir, das wird einfacher. Aber sobald einer ja weiter weg ist als 10 Meter, hast du quasi verloren, ne? Wo, okay, ich gucke jetzt, wo die Zone hin ist. Da, ich muss da sofort hin. Ich muss immer zu Gebäudestrukturen. Richtig spannendes Gameplay, ich weiß. Ich habe es mir spannender vorgestellt, bin ich ehrlich. So, da bin ich. Hallo. Da ist auch schon einer. Der denkt jetzt, ich bin rausgegangen wieder. Ich hab ihn. Oh, das ist die Haustür. Fuck. Ich hab ihn erwischt. Die Granate geworfen, hat mich einfach nach vorne gelaufen. Die letzte Kugel hat den Headshot gedrückt. Er hat einmal 8. Er hat so viel krassen Scheiß. Er hat wirklich so viel krasses Zeug. Er hat mal 3 Helme.
Er hat die AWM. Ich würde die sogar nehmen. Die ist so geil. Der wird sich so ärgern, dass er von einem Typen getötet wurde mit einer fucking Vector, der eine U mit einer UMP und einer Vector rumläuft. Das ist richtig bitter. Ich muss den Camper-Modus machen. Es ist so schlimm. Aber ich habe keine andere Wahl. Noch zwei weitere. Der eine hat eine K. Hat den gerade geheadshottet. Von irgendwo von da. Das heißt, der hat mich auch gesehen. Ich muss hier raus. Oh nein. Am liebsten nicht die Tür benutzen. Die ist nicht so laut. Ich krieg gleich sowas von Headshot. Oh, das war auf mich. Ah, ich sehe ihn, da hinten ist er. Jetzt wird nix. Krieg ich so nicht. Der bumst mich jetzt gleich weg. Meine Fresse, ich hab den gekriegt. Ich werd gepusht. Da. Ich werd gepusht. 18 Schuss in der Vektor. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen, nur mit MPs. Der Vektor hat 18 Schuss, Vektor. Jawohl, Digga. Geil, Digga, ich hatte nur UMPs. Guck mal. Hier ist noch eine UMP. Oh mein Gott, hier nur UMPs. Okay, ja, nächste Runde. Wir machen noch eine Runde. Trotzdem, ich habe gesagt, drei Runden. Wir machen noch eine Runde. Let's go. Mann, ich gehe jetzt nicht nochmal Pushing. Wir landen hier in Ratzak. Da landen wir jetzt. Ich kann Bock nochmal auf Pushinki. Einer landet mit mir hier. Nur einer? Ich will nah bei ihm landen. Der landet da oben. Der landet da oben, ja. Den versuche ich mir zu holen. Den versuche ich mir zu holen. Geile Landung. Okay, direkt eine Weste. Stufe 1 ist Müll. Die darf ich benutzen. Die darf ich benutzen. Ist eine MP. Digga. Das läuft ja geil. Kurz nachladen. Habe ich das jetzt drauf? Ja, gut. Nö. Darf ich nichts von benutzen? Nö. Bessere Rüstung wäre noch jetzt noch gut, theoretisch. Besseres Magazin, mehr Muni. Da bin ich eigentlich glücklich. Nicht vergessen, der ist da oben. Da hinten. Oh. Oh, oh. Spast. War wohl doch nicht mehr da oben, wenn er das überhaupt ist. Doch nur eine Uzi. Okay, da war unser erster Kill. Das ging recht schnell. Oh, Armbrust könnte man auch mal machen, ne? Nimmt man aber sehr selten. Die ist auch sehr, sehr stark. Also die UMP ist wirklich gut. Kann man nichts gegen sagen. Können halt auch noch Leute sein, theoretisch. Ich muss voll durch die rote Zone fahren. Oh, fast gegen den Stein gefahren. Kann ich da durchfahren? Ja, und mich hat geschossen von da. Okay. Oh, von der anderen Seite wird auch noch auf mich geschossen. Super. Den habe ich. Da verfolgt mich jemand. Irgendwo hier kriecht einer. Ich höre ihn doch. Hier ist einfach noch ein Gegner. Oh, schnell rein. Schnell wieder raus.
Erstmal hochboosten. Da ist er. Okay. Weg mit dir, Junge. Ich bin auf den Sack gegangen. Wenn ich jetzt hier gleich rausgesniped werde, ist vorbei. Da oben ist einer. Auf dem Hügel. Aber da. Scheiße. Kann ich theoretisch kurz besuchen? Ich fahre jetzt mal einfach nur geradeaus. In die City rein, lauf von da an. Ich will nach Stalber. Da hoch will ich. Das ist noch richtig weit weg. Wirklich weit weg. Da oben ist einer. Der hat mich gesehen. Verdammte Scheiße. Da. Da läuft er. CJ? Der hat sich da jetzt hingelegt. Jetzt läuft er weg. Ich hab mal kurz auf den geschossen. Ich wollte mal wissen, was passiert. Ich wollte wissen, wie der reagiert. Es hat bestimmt nur ein Zehntel Leben abgezogen, aber egal. Wie komme ich denn am besten hoch? Da, ne? Ich würde ihn gerne abfangen. Oh, ist auf mich. Perfekt, danke dafür. Da oben, ich sehe ihn. Nö. Anscheinend bist du nicht der beste Schütze. Wie mache ich denn das? Ich laufe hier rüber, pass auf. Nö, wieder nicht getroffen, Digga. Da oben steht er. Wieder nicht getroffen. Wieder nicht getroffen. Krass. Hier kann er mich nicht mehr treffen. Ich gehe auf Konfrontationskurs. Mal gucken, bis du davon hält. Guck mal, da ist er, da unten. Der weiß gar nicht, dass ich hier bin. Der sucht mich. Der checkt gar nichts. Von da hinten wird er auch noch angeschossen. Okay, jetzt ist er tot. Ich hau schnell ab, weil der andere Typ mit der Sniper die ganze Zeit auf ihn geschossen. Oder SKS oder was der hat, keine Ahnung. Ich kann das nicht so gut hören. Ich bin schlecht im Waffen erhören. Nein, ist es nicht. Oh, mein Herz. Ey, dass wir die Runde da gewonnen haben. Ich pack's immer noch nicht. Jetzt die Frage, bleibe ich jetzt einfach hier und warte wie so ein Spast? Ich mach den hier und warte jetzt hier. Oh, ich hoffe, jetzt kommt keiner. Ich muss was trinken. Das ist genau neben mir. Oh, nee, ich bleib hier. Oh. Das war dreckig, oder? Das war dreckig. Da ist er. Wo ist der Tote? Ich will den looten. Nein! Ich wollte nur eine Energy. Ich muss hier bestimmt gleich weg. Ja. Das eine Haus ist noch mit drin, ne? Das hier. Welches ist das? Das ist da drüben. Da versuche ich hinzukommen. Das war der Kopfschuss mit einer. Was ist das? Mosin? Ja, Mosin. Das war's. Das war die Challenge. 6 Kills, davor auch noch mal ein paar Kills. Der wird mich jetzt looten und sich denken, warum hat der fucking zwei... Der hat sogar einen Ghillie-Suit oder die Scheiße... Oder wie die Scheiße heiße an. Alter. Das war's. Hat Spaß gemacht. Das nächste Mal machen wir eine neue Challenge. Keine Ahnung. Nur Healing, nur Sniper, irgendwie sowas. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag, ne? PUBG ist zurzeit einfach so geil, aber ich will halt nicht einfach so normale Runden. Das heißt so langweilig. Jetzt hier haben wir ein bisschen Spaß, ein bisschen Challenge, auch ein bisschen schwieriger für mich. Manchmal finde ich das Spiel nämlich zu einfach. Ja, ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Mama, Hilfe!
Mama, Hilfe. Mama, Hilfe.